In jeder Partnerschaft muss man nicht immer an vorderster Stelle stehen. Das ist für uns ein ganz wichtiges Prinzip und das wollen wir auch hier leben. Insofern fällt uns sehr leicht, hier einen Schritt beiseite zu gehen, Plan sozusagen die Bühne, in dem Fall das Ärmel-Logo, sehr gerne zu überlassen. Wir haben eine ganz tolle, vertrauensvolle Partnerschaft die letzten 2 Jahre begleitet. Wir haben gesehen, es ist für beide Seiten ein Mehrwert, zusammenzuarbeiten. Umso erfreuter waren wir von der Idee, dass die Helm AG bereit ist, auf unseren Ärmel zu gehen. Ein ganz emotionales Placement. Und umso toller ist es wirklich, und das ist was ganz Einzigartiges, dass sie diesen Ärmel frei macht für die Kinderrechtsorganisation Plan International. In den ersten Jahren der Zusammenarbeit waren wir tatsächlich von der Resonanz ein bisschen überrascht. Positiv. Hamburg, Deutschland, das war uns klar, dass wir da eine große Resonanz haben. Aber wir haben tatsächlich auch von Kunden und Partnern aus Übersee, USA, Argentinien, Rückmeldungen bekommen, positive Rückmeldungen. Und gerade für dieses gemeinsame Projekt sehr wichtig, wir haben die gleiche soziale Verantwortung. Für uns bedeutet das sehr viel. Es bedeutet vor allen Dingen sehr viel für die Kinderrechte. Uns verbindet eine sehr langjährige Partnerschaft. Doch dieser Schritt jetzt, muss ich sagen, ist einzigartig. Nämlich mit dem Logo von Plan International Deutschland auf dem Trikot des HSV bekommt dieses sehr wichtige Thema nochmal eine maximale mediale Aufmerksamkeit, nämlich der Einsatz für die Kinderrechte. Ein Novum für die Bundesliga und ich würde sagen, ein Festtag für die Kinderrechte. Musik